In unserem Leben stärken wir die Dinge, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das kann man sich zunutze machen. Hier eine kleine Übung dazu, mit der Sie mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit in Ihr Leben bringen. Führen Sie dazu bitte folgendes kleines Experiment durch. Ich bitte Sie gleich, nach etwas Ausschau zu halten in Ihrer Umgebung, egal ob Sie jetzt zu Hause sind oder unterwegs. Und dafür haben Sie 15 Sekunden Zeit und Sie sollen sich möglichst viel davon einprägen. Okay, bereit? Schon geht's los. Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um und versuchen sich möglichst viele Dinge zu merken, die in Ihrer Umgebung rot sind. Dafür haben Sie 15 Sekunden Zeit. Drücken Sie dazu kurz die Pause-Taste. Okay. Wenn Sie das gemacht haben, dann schließen Sie jetzt kurz die Augen und zählen Sie am besten laut alle Dinge auf, die Ihnen in Ihrer Umgebung aufgefallen sind, die grün sind. Höchstwahrscheinlich werden Sie nicht viele aufzählen können. Und wenn Sie jetzt die Augen wieder aufmachen und sich umsehen, dann werden Sie, hoffentlich, in Ihrer Umgebung ein paar Dinge finden, die tatsächlich grün sind. Und das ist doch irgendwie lustig. Wieso haben Sie die nicht gesehen? Sie haben sich gerade umgesehen und die Dinge sind da. Das hängt selbstverständlich mit unserer Aufmerksamkeit zusammen, mit unserer Wahrnehmung. Es gibt dafür auch einen Begriff, der heißt selektive Wahrnehmung. Und das bedeutet, dass wir nur die Dinge wirklich wahrnehmen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und die anderen Dinge, die auch da sind, auf die wir unsere Aufmerksamkeit nicht richten, die übersehen wir sehr, sehr leicht. Und nun zum eigentlichen Thema. Das können Sie mit allen Dingen machen, nicht nur mit optischen Sachen. Machen Sie dieses gleiche Experiment jetzt auch nochmal, dass Sie 15 Sekunden gleich die Pause-Taste drücken und fragen sich oder horchen in sich und stellen sich die Frage, was gibt es in meinem Leben, für das ich dankbar sein könnte? Wahrscheinlich werden Ihnen jetzt so gleich Gedanken in den Kopf kommen, die sinngemäß lauten, ja, Dankbarkeit, es gibt ein paar Dinge, für die bin ich dankbar und es gibt auch ein paar Dinge, für die bin ich nicht dankbar. Was soll die Frage überhaupt? Versuchen Sie, diese Gedanken mal zur Seite zu schieben und fragen Sie sich, wofür könnte ich dankbar sein? Mal angenommen, ich wollte jetzt Dankbarkeit empfinden und drücken dafür wieder die Pause-Taste. Wenn Sie es jetzt tatsächlich durchführen, werden Sie merken, dass es funktioniert. Das Gleiche nochmal mit dem Thema Zufriedenheit. Stellen Sie sich die Frage, womit könnte ich momentan zufrieden sein in meiner jetzigen Lebenssituation? Auch da wird höchstwahrscheinlich Ihr Verstand gleich wieder einsetzen mit Dingen wie, ja, es gibt Dinge, mit denen bin ich zufrieden und dann gibt es viele Dinge, mit denen bin ich nicht zufrieden. Und vielleicht ist es auch gar nicht gut, mit allen Dingen immer zufrieden zu sein. Und was soll diese Frage? Versuchen Sie, das zur Seite zu schieben. Fragen Sie sich, womit könnte ich zufrieden sein? Mal angenommen, ich wollte mich jetzt zufrieden fühlen. Und auch da werden Sie merken, Sie spüren einfach mehr Zufriedenheit. Sie können damit Dinge in Ihr Leben einladen, die Sie da gerne haben. Einfach indem Sie sich die richtigen Dinge fragen, also die richtigen Fragen stellen. Machen Sie das einfach mal eine Woche lang, morgens ein paar Sekunden, abends ein paar Sekunden. Und Sie werden merken, das wird relativ viel verändern in Ihrem Leben. Oder allein schon, wie Sie sich fühlen in Ihrer Sichtweise. Das funktioniert nämlich mit allen Dingen. Die meisten nutzen das nur nicht. Also die meisten nutzen es einfach unbewusst für die Dinge, die Sie sowieso nicht in Ihrem Leben haben wollen. Also all die schlechten Sachen. Fragen Sie sich einfach wirklich eine Woche lang morgens, keine Ahnung, nehmen Sie sich eine Minute Zeit und fragen sich, okay, was gibt es, für das ich dankbar bin? Was gibt es für Dinge, mit denen ich zufrieden sein wollte? Oder auch, was gibt es für Dinge, auf die ich stolz bin? Es sind immer die Dinge, die wir ansehen, die wir stärken. Also, stellen Sie die richtigen Fragen. Viel Spaß dabei!